Hey guys, welcome to a new video von mir. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sandra und ich drehe hier alles mit Make-up, Beauty, Fashion und Vlogs. Und heute dachte ich mir, ich drehe mal ein Favorite-Video für euch. Also ich zeige euch heute meine ganzen Favorite-Make-up-Produkte und ich will gar nicht so viel labern. Das heißt, ich fange mal direkt mit dem Video an. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für nochmal Videos und das Video zu liken. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an. Ich habe hier zwei Foundation, auf die kann ich schwören. Die sind echt meine Favorites, Favorites, Favorites. Und eine davon ist hier die Foundation von NARS. Wie man sehen kann, ist die auch schon fast leer. Das ist hier die Farbe New Caledonia. Und die gibt es bei Sephora. Ich habe auch schon geguckt. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken, damit ihr direkt schauen könnt und direkt einkaufen könnt, was ihr haben wollt. Und zwar gibt es die Foundation auf jeden Fall nicht bei Sephora, bei Douglas. Und kostet 45,49 Euro. Vom Preis her ein bisschen teurer. Aber ich muss echt sagen, ich habe wirklich keine Foundation aus der Drogerie, die ich feiere. Ist einfach so. Ich weiß nicht, ich finde, klar, von Maybelline, die kann man tragen so, aber ich habe dadurch nicht dieses Finish, was ich haben möchte. Und weil ich halt einfach einen flawless Make-up-Look haben möchte, immer, habe ich einfach immer High-End. Also, ich würde euch sowieso empfehlen, investiert in High-End Foundation, dann habt ihr einfach viel mehr davon einmal. Und ihr habt ein flawless Finish. So, ja, auf jeden Fall von NARS. Die gibt es bei Douglas. Farbe New Caledonia, kostet 45 Euro. Das ist hier die Natural Radiant Longwear Foundation. Die hat so eine mittlere Deckkraft auf jeden Fall. Und ist auf der Haut eher flüssig, würde ich sagen. Und ich finde, man kann die auf jeden Fall im Urlaub gut tragen. Also wenn man im Urlaub ist und nicht so viel Make-up tragen möchte oder generell jemand ist, der nicht so viel Foundation mag, kann man die auf jeden Fall tragen, weil die halt nicht so dick auf der Haut ist. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon meine, keine Ahnung, dritte Flasche oder so. Also die werde ich mir immer und immer und immer und immer wiederholen. Und die zweite Foundation, die ich einfach top finde, ist die von Estee Lauder. Und zwar ist das hier diese hier. Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup Tint Longe. Und den Rest lese ich nicht vor. SPF 10 hat es, das heißt Sonnenschutz ist mit drin. Und die ist so ein bisschen dicker als die NARS Foundation und auch ein bisschen matter, finde ich. Aber die deckt genauso viel ab und ist einfach auf der Haut so schön flawless. Also wenn ihr so eine Wenn ihr so ein bisschen oily Skin habt, so wie ich zum Beispiel, dann ist die Foundation perfekt, weil die einfach direkt matt wird. Das Einzige, worauf man aufpassen muss, ist, dass die so ein bisschen oxidiert. Also heißt, dass die so auf der Haut ein bisschen dunkler wird. Aber das ist wirklich minimal. Da hatte ich mal Foundation, die waren viel, viel schlimmer und sind richtig extrem dunkler geworden. Und ja, meine Farbe ist hier Deep Spice. Und ich guck mal eben, wie viel die kostet. Die Foundation kostet eigentlich 45,99 Euro, aber die ist momentan reduziert auf 28,59 Euro. Und ich glaube, das ist auch schon länger schon so. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Preis. 45 Euro ist schon teurer, so für so eine kleine Foundation. Aber 30 Euro, finde ich, geht voll klar. Und, ja. Ja, die Foundation ist auf jeden Fall super für den Urlaub, weil es einfach SPF 10 hat. Es war jetzt nicht so viel, aber ganz ehrlich, wenn man so noch so einen Schutz drunter trägt, dann hat man einfach den perfekten Schutz so dafür. So, Estee Lauder und NARS, Leute, sind die besten Foundation, finde ich persönlich. So, jetzt machen wir weiter mit Concealer und mein All-Time-Favorite Concealer ist von Born This Way. Das ist hier diese hier. Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Super Coverage und das stimmt 100%. Also der ist auch ein bisschen dicker und deckt komplett alles ab. Also egal, was für Augenringe habt, ob ihr irgendwelche roten, dunklen, schwarzen Augenringe habt, alles wird abgedeckt. Und ich finde, für einen Concealer ist es auf jeden Fall eine richtig große Packung. Also ganz ehrlich, es könnte auch eine Foundation sein. Gibt es auf jeden Fall bei Sephora, kostet 28,95 Euro momentan. Und ja, ich habe die Farbe Chestnut. Ich liebe diesen Concealer, weil es einfach so schön deckend ist. Und das Ding ist bei dem Concealer, wenn ihr den auftragt, muss man halt wirklich 5 Minuten den, oder keine Ahnung wie lange, aber ich mache das mal so, dass ich das 5 Minuten sitzen lasse und den dann erst verteile, weil dann, ich weiß nicht, dann hat man einfach diesen Full Coverage. Ist natürlich jetzt ein bisschen dicker. Also ich finde, wenn man jetzt im Urlaub ist und es warm ist, könnte es ein bisschen cakey werden. Aber ich muss echt sagen, der ist richtig schön matt. Und ja, also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich noch einen Concealer und der ist auch aus der Drogerie. Das heißt, wenn ihr nicht so viel ausgeben möchtet für einen Concealer, dann würde ich auf jeden Fall von Makeup Revolution, den habe ich auch schon so oft in meinen Videos benutzt, von Makeup Revolution der Super Size Conceal and Define
Concealer. Und zwar habe ich den in der Nummer C13. Den gibt es oder gab es mal bei Rossmann. Den haben die leider rausgenommen. Warum auch immer, I don't know. Aber den bekommt ihr auf jeden Fall online auf Rossmann. Oder meinen habe ich jetzt aus... Hier ist noch dran. Meine habe ich jetzt aus England, weil die gab es in diesen größeren Größen. Also die habe ich direkt, da habe ich richtig viele mitgenommen direkt. So, kostet, warte, ich guck mal für euch mal nach. Okay, krass, Leute. Also ich habe den jetzt gerade auf Rossmann nicht mehr gefunden. Ich glaube, der ist komplett rausgenommen worden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ihr bekommt den auf jeden Fall auf Cosmetic for Less. Ich werde es euch, wie gesagt, in der Infobox verlinken. Kostet 4,99 Euro. Und ich sehe gerade, gibt es sogar in mehreren, also noch mehr Shades. C13, C13,2, C13,5, 13,7, also finde ich sogar richtig gut. Ich weiß gar nicht, vielleicht würde ich mir den nochmal, obwohl der ist perfekt. Das ist meine perfekte Farbe, auf jeden Fall kriegt ihr den aber auf Cosmetic for Less. Für 5 Euro, finde ich, ist es ein perfekter Concealer für den Alltag. Now to Contouring, ich liebe Contouring, einer meiner Favorite Steps auf jeden Fall. Und wer meine Videos immer guckt, weiß, welchen Contouring-Stick ich auf jeden Fall immer benutze. Und zwar benutze ich diesen hier von e.l.f. 16 Hours Camo Concealer. Und zwar in der Farbe Ebony, Rich Ebony, in der Farbe Rich Ebony. Das ist halt ein Concealer, aber ich liebe den als Contouring, Leute, weil es auch eine perfekte Farbe hat. Ich mag ein Contouring, was so einen leichten Rotstich mit drin hat und schön chocolatey aussieht. Ich finde, dadurch wird das Make-up einfach schön warm und flawless und sieht einfach nicht so ashy aus. I don't know. Und ich feiere auf jeden Fall flüssige Contouring. Ups. Und ich feiere einfach flüssige Contourings viel, viel besser. Ich finde, nur Puder, also ich finde, wenn man nur Puder benutzt, kann es halt auch ganz schnell ashy aussehen. Deswegen, der hier ist perfekt. Ich guck mal eben. Den Concealer gibt es auch auf Douglas, sehe ich gerade. Also auch ein perfekter Preis, finde ich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Contouring-Stick oder sonst was habt, welches ihr richtig feiert. Weil bisher habe ich noch kein Contouring, also richtiges Contouring-Stick für mich gefunden. Deswegen benutze ich halt immer Concealer. Aber ja, wenn ihr einen sucht, den empfehle ich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch für Puder von Fenty Beauty hier Mocha Mami. Oh, Mocha Mami ist echt der perfekte Contouring Powder. Und zwar hat es auch so einen leichten Rotstich. Den kann man halt auch als Blush auftragen. Ich benutze den auch voll oft einfach nur so alleine. Also wenn ich zum Beispiel gar kein Contouring, also wenn ich den Concealer zum Beispiel nicht benutze, dann benutze ich einfach nur Mocha Mami. Und das ist einfach... Es hat einfach so einen schönen Finish. Es ist eigentlich ein Bronzer, aber wie gesagt, kann man halt auch richtig schön als Blush auftragen oder einfach als Contouring. Richtig nice. Und den bekommt ihr bei Sephora und kostet 30,95 Euro vom Preis her. Ich finde es eigentlich okay, weil die Produkte von Fenty, also von Rihanna, sind sowieso my Favorite. Die macht einfach so geile Produkte, die einfach für dunkle Haut auch perfekt sind. Also es passt sich einfach, es passt einfach, wisst ihr, es passt sich schön an unsere Haut an und deswegen liebe ich die Produkte von Fenty. So, 30,95 Euro finde ich okay und ihr habt auch voll lange was davon, ganz ehrlich. Ich habe es jetzt schon seit, keine Ahnung, seit Monaten und like, es ist kein Ende in Aussicht. So, Empfehlung, empfehle ich auf jeden Fall sehr. Jetzt machen wir weiter mit Baking Puder, Leute. Und einer meiner Favorites ist hier von Huda Beauty. Und zwar die Farbe Kunafa. Leute, dieses Fixing Puder ist einfach everything. Also ich finde, man kann das zum Baken benutzen. Man kann es auch einfach zum Setten benutzen. Und ich finde einfach, erstmal ist da so viel drin. Also es ist echt so eine riesen Packung. Und so sieht es aus. Also ich finde, da ist einfach so viel Produkt drin. Es riecht auch noch richtig schön. Also ich liebe diesen Duft davon. Und es hat einfach, also das macht wirklich diesen schönen, flawless, finished Look. Das Puder bekommt ihr auf jeden Fall auch bei Douglas und kostet 34,89 Euro, also so 35 Euro. Ist auch ein bisschen teurer vom Preis, aber glaubt mir, Leute, das bleibt so lange euch erhalten. Es ist so eine große Packung und ihr habt einfach das beste Ergebnis dadurch. So, yeah. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ich liebe das auch. Ich benutze es jetzt momentan weniger, weil jetzt noch so wenig drin ist. Aber das ist so teuer, deswegen geier ich da so ein bisschen rum. Und zwar ist es hier von Pat McGrath, dieses Puder. Aber Leute, ganz ehrlich, das
ist das beste Puder. Das beste Setting Baking Puder ever. Aber es ist halt auch teuer. Deswegen, ne? Es ist auf jeden Fall in der Farbe Medium 3. Ich schau mal eben, wie viel. Pat McGrath. Okay, krass, Leute. Ihr bekommt das Puder auf jeden Fall bei Sephora. Ich hatte das zweimal gekauft, und zwar auf der originalen Seite von der Frau Pat McGrath. Ist auf jeden Fall Black-owned. Also man konnte es vor einigen Monaten nur auf ihrer Seite kaufen. Und da musste ich natürlich den ganzen Versand noch bezahlen aus Amerika und so, und habe insgesamt 60 Euro bezahlt. 60 Euro. Also ist wirklich sehr, sehr teuer. Aber ich sehe gerade, dass Sephora jetzt auch das Puder hat. Ich weiß nicht seit wann, aber krass, ich finde es heftig. Sephora verkauft es auf jeden Fall jetzt auch und kostet 38,95 Euro. Also ist zwar auch noch teuer, aber ganz ehrlich, ich habe es für 60 Euro gekauft. Und ich habe echt, also ich habe fast geheult, aber als ich das dann benutzt habe, dachte ich mir so, okay, das ist das Geld wert. Aber ganz ehrlich, jetzt für 40 Euro... finde ich, geht das auf jeden Fall klar. So, ich habe hier noch einen Puder, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar ist es einfach mein Wonder Powder. Ich nenne es Wonder Powder. Und zwar ist es hier von Charlotte Tilbury. Diese Airbrush Flawless Finish Skin Perfection Micro Powder. Das ist halt wirklich auch so ein richtig feines Puder. So sieht es aus. Ich liebe Charlotte Tilbury. Die hat einfach so gute Produkte. Hat leider auch seinen Preis. Also sind auch ein bisschen teurer. Aber ganz ehrlich, es bleibt euch einfach lange erhalten. Dieses Puder ist in der Farbe Nummer 3 und ist auch so ein bisschen heller. Ich weiß noch, als ich das erste Mal benutzt habe, ich habe einfach nur so einen Pinsel benutzt. Habe es so, weil ich war so ein bisschen oily. Kennt ihr das, wenn ihr so nach ein paar Stunden einfach so ein bisschen oily werdet und so? Dann habe ich das hier benutzt, habe das dann so an die Stellen gemacht, wo ich so oily wurde. Also so hier und hier an der Stirn. Und ich sah einfach so aus, als ob ich mich gerade frisch geschminkt habe. Es wurde überhaupt nicht cakey, weil das hat man voll oft bei so Finish Powder, dass man die so aufträgt und dann das ganze Make-up einfach cakey aussieht. Das habt ihr bei dem Puder 0,0. Das ist echt, also wie gesagt, ich nenne es Wonder Powder, weil es einfach krass ist. Kostet 42,95 Euro. I know, it's expensive. Aber wie gesagt, ich wollte euch meine Favorites zeigen und das ist ein Favorit von mir. Ich habe es auch schon seit Monaten. Ich benutze es nicht so oft. Also wenn ihr so Tage habt, wo euer Make-up einfach sitzen muss, wo euer Make-up einfach nice aussehen muss, dann investiert so ein bisschen mehr Geld in Make-up, was euch einfach auch erhalten bleibt und ihr auch ein perfektes Make-up-Look habt. Das war das richtige Deutsch, I don't know. Ja, auf jeden Fall kriegt ihr das bei Sephora für 42,95 €. Und ich finde, also ich will sowieso viel mehr von Charlotte Tilbury benutzen. Ich habe jetzt schon eine Foundation bestellt, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. So, wenn ihr dazu ein Video sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, das sind so meine Lieblings-Setting, Fixing, Powder, Wonder Powder. Jetzt kommen wir zu Wimpern, Leute. Ich zeige euch meine Favorite Wimperntuschen. Und zwar habe ich auch zwei Stück. Die eine ist hier von DM und zwar von Essence. Das ist hier das Lash Princess Sculpted Volume Mascara. So sieht die aus. Und bei Mascara, ich habe ja meistens immer Lashes. Und deshalb juckt mich das eigentlich gar nicht, was für eine Mascara ich so benutzen soll, weil ich mache die meistens so ein bisschen, also ich benutze ein bisschen Mascara und dann mache ich meine Lashes dran, so, das war's dann so. Generell, die Wimperntusche von Essence sind richtig, richtig gut. Essence-Produkte sind günstig auch noch, die hat, glaube ich, 1-2 Euro nur gekostet, oder maximal 3 Euro, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber Essence-Produkte sind wirklich günstig und affordable und die ist auch richtig schön black und die hat einen richtig schönen Brush. Also der Brush ist halt so, sieht man das? Der Brush ist halt so gebogen und deshalb kommt man viel besser an die Wimpern dran. Und deshalb liebe ich den. Und dann habe ich eine neue Mascara gefunden, die ich einfach thebomb.com finde. Und zwar von Maybelline. Das ist hier das Sky High Sensational Mascara. Diese Mascara zieht eure Wimpern so in die Länge. Also ich habe den jetzt gerade auch drauf. Ich habe jetzt heute keine Lashes drauf. Und ich liebe den einfach im Alltag zu benutzen, weil der einfach meine Lashes irgendwie so richtig lang macht. Also ich hab nicht so lange Wimpern, aber damit finde ich, holt es so das Letzte so raus. Man muss auch nicht immer Lashes tragen
Und wenn man jetzt so eine Wimperntusche hat, die einen so wenigstens die eigenen Wimpern so ein bisschen länger aussehen lassen, dann ist man auch zufrieden. Den bekommt ihr auch bei DM. Ist sehr oft ausverkauft, Leute. Also ich musste da so ein bisschen hinterher rennen. Kostet auch 11 Euro, also auch ein bisschen teurer für eine Wimperntusche, finde ich. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. Gibt es, glaube ich, auch bei Rossmann. Kriegt ihr auch im Internet, also den kriegt ihr überall. Wir machen weiter mit Eyeshadow. Und zwar habe ich zwei Eyeshadow- oder Lidschattenpaletten, die ich einfach, also die so meine All-Time- oder All-Day-Favorites sind. Und zwar ist das eine hier von Huda wieder. Das ist hier die Huda Beauty Topaz Obsession. Und ja, so sehen die Farben aus. Ich finde, die sind perfekt für den Alltag. Das sind so goldene, braune und eine Yellow Shade. Also ich liebe solche Farben, weil die einfach perfekt für den Alltag sind. Und ich benutze gar nicht mehr so oft Eyeshadow. Ich benutze halt meistens, ich habe jetzt so ein bisschen drauf, auch dieselbe Palette. Ich benutze halt meistens so ein bisschen so in meiner Crease. Und ich finde so mit Neutral Colors oder so diesen braunen Farben könnt ihr echt nichts falsch machen. Die gibt es auch bei Sephora, die Palette. Und die kostet 29,95 €. Ist okay für den Preis. Ich habe die auch schon richtig lange. Also finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Und die haben die auch in verschiedenen Shades. Das ist halt wie gesagt die Obsession oder die Topaz Obsession Palette. Und die zweite Palette, die ich richtig, richtig nice finde, ist von Juvia's Place. Das ist hier diese Palette The Berries bei Juvia's heißt die. Und die Farben sind auch so schön. Ich liebe die Shades darin. Diese lila Töne kann man auch überall mitnehmen. Ist schön klein. Und ich guck mal eben, wo ihr die bekommt. Die bekommt ihr auf purish.com. Purish ist auch so eine Make-up-Seite. Die kostet 17,90 €. Juvia's macht auf jeden Fall richtig schöne Eyeshadow-Paletten, finde ich. Die Farben kommen einfach so geil zur Geltung. Die stechen richtig schön raus. Die sind richtig pigmentiert. Und das finde ich halt richtig wichtig, vor allem an dunkler Haut. Jetzt kommen wir zu Wimpern und ihr wisst selber, ich liebe Wimpern über alles und ich habe hier ein Favorite. Das sind hier meine Alltagswimpern, die ich einfach jedes Mal benutze und zwar sind die aus Amazon. Das sind hier diese Lashes und die sind einfach perfekt, finde ich. Also die sind nicht zu lang, die sind nicht zu kurz, die sind auch nicht zu dramatic, die sind einfach perfekt. Die sind perfekt und waren auch überhaupt nicht teuer. Die kosten 5,99 €. Und es gibt auch verschiedene Styles davon. Ich werde es euch in die Infobox verlinken. Also ich finde, diese Lashes sind echt der Hammer. Jetzt kommen wir zu Lippen, Leute. Und ich habe wirklich gar keinen Lippenstift, der mein Favorite ist, muss ich sagen. Also ich benutze einfach immer Lip Liner. Ich weiß nicht warum. Entweder benutze ich den als Lippenstift oder ich line meine Lippen damit und benutze einfach nur Lip Gloss. Das ist so wirklich mein Everyday Look. Und den Lip Liner, den ich einfach immer und immer und immer wieder benutze und der auch mein Favorite ist, ist der von Kiko. Und zwar ist das hier die Nummer 517. Das hat einfach eine so schöne Farbe. Den habe ich gerade auch drauf. Ich liebe diese Farbe. Es ist so ein braun-rötlicher Lip Liner. Und ich finde einfach diese Kombination aus diesem Braun und diesem Roten so schön. Und dafür benutze ich dann immer diesen Lip Gloss hier. Der ist von Essence, mein All-Time-Favorite, weil es einfach günstig ist. Und ja, den kann man überall mitnehmen. Den habe ich immer dabei und den mache ich dann einfach nur drauf. Ist einfach so schön glossy. Der ist nicht so sticky. Der bleibt drauf. Ach, seht ihr das? It's just nice. Ich liebe diesen Lip Gloss. Den Lip Liner bekommt ihr auf jeden Fall auf Kiko. KikoCosmetics.com. Und kostet 2,99 €. Also vom Preis her perfekt. Und den Lip Gloss bekommt ihr auf jeden Fall von Essence bei DM. Kostet auch so 2-3 €. Also auch nicht teuer. Und das war's auch schon fast, Leute. Jetzt kommen wir zu meinen Fixing Sprays. Ich benutze zwei, die einfach my all-time favorite sind, weil ich finde, Fixing Sprays sind auch richtig, richtig wichtig für einen komplett flawless Look. Es macht wirklich so viel aus. Und mein all-time favorite ist der von Morphe. Der kostet 17,99 €. Ich finde, für den Preis, also es ist schon ein bisschen teurer, finde ich. Aber Leute, es lohnt sich einfach, weil damit bekommt ihr einfach so einen schönen Finish. Also wirklich recommended hoch 1000. Ich liebe diesen Setting Spray. Und dann liebe ich auch von Huda Beauty hier dieses Setting Spray. Das ist hier das Resting Boss Face Waterproof Setting Spray. So sieht der aus. Und ich finde, das ist ein Setting Spray, den man halt nur benutzt, wenn das Make-up wirklich fest sitzen muss. Hier steht auch drauf Extra Hold. Also es ist
es riecht wie so ein Haarspray. Es ist, glaube ich, auch Alkohol drin. Also, und es ist waterproof. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und deshalb, also den würde ich halt wirklich so für so einen Alltag benutzen, für so ein flawless Finish. Und den würde ich benutzen, wenn ihr wirklich extra, extra Hold braucht. Bekommt ihr bei Sephora, aber kriegt ihr auf jeden Fall jetzt auch bei Douglas. Ist auf jeden Fall neu, sehe ich hier. Und kostet 32,99 €. Also vom Preis her halt auch ähnlich wie der von Morphe. Aber wie gesagt, lohnt sich hundertprozentig, Leute. Also diese beiden Sprays sind mein Holy Grail. So, ja, yeah, das waren meine Favorites, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Das sind wirklich meine All-Time-Favorites und diese Produkte benutze ich richtig gerne. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr Videos. We are growing, Leute, so... Ich freue mich, dass ihr einfach immer noch dabei seid. Ich sehe euch alle in den Kommentaren und ich freue mich, dass euch die Videos auf jeden Fall gefallen. So, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram. Genießt das Wetter, Leute, because the weather is changing now. Ich glaube, der Sommer kommt jetzt langsam und alles hat jetzt wieder geöffnet. So, genießt die Zeit, Leute. Wir wissen nicht, wie lange es anhält. So, genießt auf jeden Fall jeden Moment. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Stay blessed, Leute. Bye, bye.